Ich fürchte, das ist geheim. Habe ich mir gedacht. Also, ich lasse das jetzt fallen. Ihr habt natürlich recht, aber trotzdem wurde es von einem Pfeil des Lichts angezeigt und dann wird dem Ganzen erstmal nachgegangen. Natürlich, man muss den Magiern, gerade den Pfeilen des Lichts, einen gewissen Glaubensvorschuss entgegenbringen. Schließlich ist der Herr Preuß mit ihnen. Ich vermute, ihr werdet sowieso schon genug Feinde haben, wenn ihr es wagt, ein Hafaksches Pferd zu stehlen, aber es ist nicht mein Belang. Wir sind hier in Garad und da gibt es kein Hafax mehr. Gut. Allerdings solltet ihr euch wirklich fragen, warum ein Pfeil des Lichts euch so sehr den Groll hegt, dass er euch bis zu dieser Taverne verfolgt. Wie dem auch sei, wir werden euer Pferd wieder freilassen. Ihr kommt mit einer Verwarnung davon. Ich muss das allerdings in die Akten eintragen. Seid froh, wenn nächstes Mal, wenn ihr Malorn seht, dann. Ich hoffe, ihr wisst, was auf Pferdediebstahl steht, ja? Helft mir doch einmal auf die Sprünge. Wer war dieser Herr Ambaran dann noch gleich? Malorn, der Richter hier. Ziemlich strenger Typ. Natürlich. Also, wie gesagt, schwere Beute, alles, was mehr als 20 Dukaten wiegt, Mal, Verstümmelung, Tod. Und wenn darauf dann eben noch einmal schwere Täuschung oder Hochstapelei, Maßfälschung oder so etwas kommt, werdet ihr erst an den Pranger gestellt und gezüchtigt. Dann wird man euch den Arm oder irgendwas anderes abschneiden, ein Mal auf die Stirn brennen und dann wird man euch töten. Wollte ich euch nochmal noch zu Protokoll geben. Ich versichere euch, dass alles, was ich tue, mit den Rechten des Herrn Preuß übereinstimmt. Ja, interessiert mich nicht. Hier, Schreiben von Anbruch. Er wedelt damit einmal in der Luft, klappt dann eine Akte zu und lässt sie dann in seinem Schreibtisch verschwinden. Und dann wünsche ich noch eine gute Schicht gehabt zu haben. Ja, wegtreten. Ja, rückt sich nochmal seine Augenklappe zurecht und Ich kannst noch ein murmel paar dann. Narben erkennen, die in seinem Gesicht sind, ebenso verunstaltet wie du damals mit. Ja, der mit dem Stück des Nachtwindes, was in deinem Gesicht gesteckt hat, deine Wange aufgerissen hat und dort noch ja, mehrere Monate noch drin steckte. Ich murmel auf dem Weg die Treppe hinunter noch irgendwas von einer guten alten Zeit und zu Hause wäre sowas nicht passiert. Und hole mein Pferd zurück. Gut, wie geht es dann für dich weiter? Dann werde ich erst einmal das Seelander aufsuchen, denn ich muss mich ja noch mal kurz mit meinen Gefährten absprechen, wer nun welche Orte überprüft. Gut, dann stehst du gerade vor dem Selander, als die anderen mit ihren sieben Sachen gerade nach draußen treten. Ah, gut, da seid ihr ja. Nun, Ragnar und Ömer, ihr wusstet ja schon, worum ihr euch kümmern wolltet. Ja, genau. Wir wollten jetzt gerade eben die ehrenwerten Zwerge zum Ingrim-Tempel bringen, weil dort auch irgendwas mit Angrosch sein soll, dass die sozusagen ihren Gott verehren können. Und dann wollten wir in den Pentagon-Tempel und gucken, dass wir dort herausfinden, ob die Kugeln jemals dort waren oder angekommen sind oder ja, ob wir Spuren dazu finden. Umso besser, umso besser. Ich dachte mir, ich werde mir einmal diese Punkte im Norden, die er aufgezeigt hatte, dann sehen. Und wenn ich danach den Weg finde, vielleicht noch die, die ein wenig außerhalb liegen, obwohl ich vielleicht dafür besser Ragnar mitnehme. Ach, ihr seid ja ein großer, starker Ritter, ihr schafft das. Das Außenviertel ist jetzt hier. Das ist ein bisschen gefährlich, aber das schafft ihr. Ihr seid ein starker Ritter. Das hat nichts mit der Gefährlichkeit zu tun, sondern damit, dass ich mich hier einfach nicht auskenne. Ich habe nicht Zeit, den ganzen Tag herumzureiten und nach Straßen zu suchen, die ich nicht finden werde. Oh, die Nürgenkassen. Achso, du redest von normalen Kassen, okay. Ja, Na Ragnar gut. nickt dir zu. Ich werde mich allerdings erstmal hier um die Sindekirche kümmern und dann werde ich irgendwann, ja, wenn ich quasi gerade Zeit habe, können wir das in Angriff nehmen. Und die Herren Magister, ich nehme an, ihr spürt weiter diesem Wir sind schon Phantalogion weg. Wir sind ja schon im Hesin-Tempel. Die sind schon fort. Ja. Wie gesagt, ich nehme an, die spüren noch diesem Phantal irgendwas nach. Genau. Das wollten wir jetzt ja auch erstmal machen. Und da herausfinden, ob da die Hesin-Kirche irgendwas damit zu tun hat. Und dann sollten wir uns wohl heute Abend alle im Hesin-Tempel einfinden und unsere Erkenntnisse berichten. Einmal eine Sinnesschärfe, bitte. Von allen? Ja, von allen, die da gerade auf dem Platz stehen. Auf was? Sicht. Bin ich ein Erschwernis, weil ich anäugig bin?
Nee, so weit ist das nicht entfernt. Bam, 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 bam. Ragnar 18. Man kann Ragnar gerade etwas erkennen. Erzählt, redet nur ein bisschen weiter. Gut, dann werden wir jetzt wohl gleich da zum Ingrim-Tempel gehen mit dem guten Herrn Torgosch. Und ich bin mir aber gar nicht so sicher, ob da wirklich Angrosch-Geweihte. Das müssen wir dann sehen. Findet heraus, gibt auch gar keine Berge. Und wenn ihr so eine Perle seht, seht zu, dass niemand sie anfasst, bevor die Magier sie in die Finger kriegen. Ja. Entdeckung! Ragnar springt irgendwo hin. Springt zur Seite. Ja, immer springt man mit. Mal an die Seite. Ja, es gibt einen kleinen Lichtblitz und dann springt ihr beiseite. Schaut euch um. Was los? Immer schon. Ja, also Ragnar wäre nach diesem Lichtblitz sofort wieder aufgesprungen und wäre zu diesem dicken Mann, fetten Mann gelaufen. Ja, du erkennst wohl, wie sich durch die Masse jemand schiebt, der ein bisschen größer ist. Ein Krieger, der seinesgleichen sucht. Glatzköpfig mit einem schweren Schild und einem anderthalb Händer. Schiebt sich wohl gerade an der Menschenmenge vorbei auf dich zu. Auf mich? Auf dich zu, ja. Das ist nicht gut. Dann laufe ich weg. Blicke mich nochmal verwirrt um. Woran Ragnar denn hin? Ragnar, bleib doch! Sehen wir den Mann auch? Nee, als du dich umblickst, wirst du wohl nicht erkennen, wo Ragnar gerade, Ragnar läuft gerade auf diesen dicken Mann zu. Dein Auge bleibt allerdings bei zwei anderen Frauen hängen, die unglaublich hübsch sind. Sie kommen mit Hüftschwung auf dich zu. Was macht denn Romili da? Und Wascher? Blinzel mal, zweimal, dreimal. Das ist eine Illusion. Ach, da zu Werk, seht ihr das auch? Was sehe ich? Die beiden Frauen, die gerade auf uns zukommen. Sehe ich die Frauen? Ja. Kannst du erkennen, Selbstbeherrschungsprobe. Ihn oder nur für ihn? Für euch beide. Ragnar, du wirst stumm angegriffen von Ahmad ibn Nasreddin. Und Ömer, du wirst angegriffen von einem herausragend aussehenden Krieger mit einem unglaublich gut gezwirbelten und geschnittenen Bart. Rodrigo greift dich an. Sturmangriff. Boah, sowas ein Bart. Ömer versucht trotz dessen, dass er dieser Bart so wunderschön ist, auszuweichen. Ja. Romili möchte Jalan verfluchen. Torgosch wird von Wascha angegriffen. So. Schauen wir mal nach. Sinnenschärfe. Das ist egal. Ich brauche eine Selbstbeherrschungsprobe plus 8. Das reicht nicht ganz. Dorgosch, du kannst kurz erkennen, wie Wascher flackert. Jalan, das ist keine Illusion. Das ist die echte Romili. Und Ömer bekommt einen Sturmangriff ins Gesicht. Achso, kann ich auch eine Selbstbeherrschungsprobe machen? Du kannst entweder Selbstbeherrschung oder ausweichen. Was willst du tun? 3, 2... Selbstbeherrschung. Ja, dann während Ahmad ibn Ahmad Jada Abakra ibn Nasreddin auf dich zuläuft, fängt er kurz an zu flackern und dann bekommst du den anderthalb Händer in dein Gesicht gerammt. Beide Sturmangriffe treffen. Ömer kann nicht ausweichen. Wie viele Lebenspunkte habt ihr noch? 20. 23. Ich glaube, dann seid ihr nicht tot, sondern nur kampfunfähig. Wenn die jetzt mit Sturmangriffen beide auf euch einschlagen. Wir können das kurz machen. Ihr brecht irgendwann zusammen. Und Jalan, Torgosch steckt sein Schwert, weg und geht erstmal mit offenen Armen auf die beiden zu. Ja. Du kannst erkennen, wie wohl eine Schlange auf dich zukommt und sich auf dich zuschlängelt und dann versucht, nach dir zu beißen. Torgosch, du wirst von Wascher angegriffen. Sie sprintet unglaublich schnell auf dich zu und würde dich ganz gerne mit zwei Dolchen im Nahkampf angreifen. Ja, wenn ich sie vorher angreifen kann, würde ich das probieren. Klar, kannst du machen. Ich kenne ja Waschers Schlange. Ich möchte entsprechend erstmal ein, zwei Schritte zurückweichen. Ja, dann wirf ich gerade mal den Angriff der Schlange. Die würde weiter auf dich zuschlängeln und ja, dich wie gesagt angreifen, auch über die Distanz hinweg. Wenn du dann wieder zurückweichst,
Romilly, ich muss mich da erstmal nicht aktiv gegen verteidigen. Romilly verflucht dich in der Zeit, nimmt gerade ein Hühnchen, was sie wohl irgendwie auf dem Arm trug, und schneidet dem Huhn jetzt auf offener Straße die Kehle durch, murmelt dabei ein paar finstere Rituale. Romilly, was soll das denn? Du kannst auf alle Fälle Wascher aufschneiden, du brauchst da keine, kannst gerne auch nochmal einen Schaden aufwürfeln, aber sie fängt an zu flackern und löst sich dann in Rauch auf. Ja, das reicht. Krachenmagie! Krieg ich das mit? Ja, kannst du erkennen. Dann möchte ich mein Schwert ziehen. Verflucht! Sind das jetzt Illusionen, Torgosch? Natürlich! Diese komische Frau aufgelöst! Ja, die Schlange versenkt gerade ihren Zahn in deinem Oberarm. Ach, Götter, verfluchte! Ich möchte nach ihr schlagen, aber natürlich ist es zu spät. Ja, du merkst auch, wie das Gift durch deinen Körper hindurchstrahlt und deinen Arm ein bisschen taub macht. Dann löst sich die Schlange, nach einem einzigen Schnitt ist sie auch kaputt und löst sich auch wieder in Rauch auf. Versuch mir, stolpere so ein bisschen zur nächsten Hauswand und lasse mich da irgendwo... halt mich da fest, lass mich da vielleicht ein bisschen nieder und flüstere erstmal zu mir selbst. Das ist nur eine Illusion. Nur eine Illusion. Bleiben. Blicke mich währenddessen hastig um, ob sonst noch irgendwas auftritt, das mich töten möchte. Du kannst gerade erkennen, wie wohl Torgosch Romilly aufgeschnitten hat und sie dann auch sich einfach auflöst. Könnten wir einmal den Stammung auswürfeln? Vielleicht schaffe ich ja die Selbstbeherrschungsprobe und dann, um stehen zu bleiben, nicht der kampfunfähig zu sein, vielleicht kann ich dann ja auch, wenn ich da so halb schon kampfunfähig bin, das Ganze noch anzweifeln. Ja, finde ich gut. Machen wir. Also ich habe hier einmal die 4 und die 3. Dann gebe ich dir die 3. 3 plus... Ahmad, da hast du den Schaden vom 1,5 Ende? 1W6 plus 5. 1W6 plus 5 sind... Also ich wurde von 1,5 Hände angegriffen. Du wurdest vom Rondrigo angegriffen. Hat er mich denn mit einem 1,5 Hände angegriffen oder mit einem Rondrakam? Mit einem Rondrakam. Und 2W6 plus 3. Okay, 2W6, dann gebe ich dir nochmal ein W6 zusätzlich. Dann kriegst du 4 plus 5. Also ich krieg den Mann mit dem tollen Bart, der führt nicht so eine Waffe. Ja, nee, ich mach das gerade für Ragnar. Sind 10 plus 5 sind 15 und dann nochmal den Sturmangriff sind nochmal 4, ne? Nee, nur wenn der volle Geschwindigkeit 8 hätte. Das hat er bestimmt nicht in der Rüstung hat gehabt. Nicht, nee, hat er nicht. 3 hat, der hat dann 3 extra Schaden. Also der hat BE2 gehabt, also GS6. Also, ihr könnt gerne nochmal eine Selbstbeherrschungsprobe beide schmeißen. Vermutlich werdet ihr, ich sag einfach mal 10 TP. 10 TP ungefähr. Okay, dann schauen wir nach, wohin die 10 TP, bei mir in den Kopf. Das ist aber nicht verdoppelt, weil nur auf der 20. Ja, dann habe ich 7 und mach ich. 7 ist eine Selbstbeherrschungsprobe, erschwert im 1, da ich eine Wunschwelle von 6 habe. Ja, so Selbstbeherrschungsprobe. Das ist mal, um überhaupt nicht kampffähig zu bleiben bei mir. Wofür war die erste Selbstbeherrschungsprobe? Ich habe das nicht verstanden. Das Durchschauen der Illusion zu durchschauen. Aber habe ich doch. Mit einer 8 flackert das nur. Okay. Wenn die Realitätsdichte größer ist, dann. Es ist mir so, also erste Probe ist gegen den, ob ich kampffähig bleibe, zweite Probe, ob ich die Wunde ignorieren kann, das kann ich. Und dann kommt jetzt die Selbstbeherrschungsprobe irgendwann im Laufe des Kampfes, während das nämlich. Und Rico einfach kaputt schlägt. Ja, du kriegst keine Wunde. Also das sind ja sowieso, wenn du 10 TP kriegst, ist die Hälfte davon nur 5. Das wird keine echte Wunde sein. Okay, ja, dann habe ich keine Wunde, aber zumindest... liegt da irgendwie blutend auf den Stufen. Ihr könnt dann noch weiter am Bewusstsein bleiben. Also ihr sterbt jetzt nicht. Irgendwann werden die sich dann auch auflösen im Laufe des Kampfes. Ihr kriegt jetzt einfach 5 SP noch einmal und dann sollen wir das genügen. Können wir dann, glaube ich, relativ kurz abhandeln. Torgosch kümmert sich gerade um die beiden Frauen, während Yalan blutend und vergiftet in der Ecke stirbt. Und irgendwann ist sie vorbei. Yalan! Und ich klatsche ihm mal so mit der flachen Hand immer wieder ins Gesicht. Yalan! Nicht schlafen! Was? Aufstehen! Aufstehen! Ja, ihr könnt aufhören zu hauen. Da! Ich sagte aufhören! Ja, Entschuldigung. Wie sagt ihr dazu? Drachenmagie. Ja, natürlich. Hat man doch gleich gesehen, dass das Drachenmagie ist. Ich kannte die Leute. Wollte nichts vermuten. Woher kennt ihr denn bitte solche Frauen? Lange Geschichten. Kann ich mir vorstellen. Nächstes Mal, wenn ihr jemanden seht, den ihr schon lange nicht gesehen habt, gebt ihm vielleicht vorher erst einen guten Schlag. Das mache ich immer.
Ja, ich kämpfe mich dann auf die Beine. Ich habe halbe HP verloren. Nee, das waren, ich muss gerade überlegen, ich hätte die für den Biss der Schlange, hatte ich dir 2 TP aufgeschrieben, also kriegst du 1 SP und dann Gift vernachlässigen wir mal. Also du hast gesehen, wie sich dein Arm schwarz gefärbt hat, aber jetzt, wo du nochmal drauf hinguckst, sind da nur 2 rote Punkte an der Stelle, aber sonst geht's deinem Arm ganz gut. Also du meinst der Teil des Armes, der nicht schon schwarz war. Genau, also es war ja auch nur deine Hand und das war eben an dem Oberarm, wo sie dich reingebissen hatte. Mhm. Ja. Warum kennt ihr überhaupt solche Leute, die mit Schlangen um sich herum haben? Wie gesagt, ich hab komische Freunde. Eine lange Geschichte und eine sehr seltsame Reise. Wir müssen auf der Hut bleiben. Schaut euch morgen um, wie vielleicht diese Perle rumliegt. Ihr muss ja eine sein, nicht wahr? Ah, ich bin direkt hinter euch. Ja. Was ist denn mit den Menschen um uns herum? Scheinen die überhaupt jetzt hier, schauen jetzt irgendwie komisch an, weil wir da irgendwie anscheinend rumgetanzt haben? Nee, also der Platz war dann auch in Aufregung, sag ich einfach mal. Jener hat wohl gegen seine eigenen Illusionen gekämpft und ob das dann irgendwelche Feuer- oder Flammendämonen waren oder riesige Kampfameisen, irgendwelche Asseln, also neben dem. Das heißt, da liegen jetzt überall auch sozusagen jetzt noch Leute rum oder stehen auch gerade auf, genauso wie wir, die anscheinend fast das Bewusstsein verloren oder das Bewusstsein verloren haben und die sich auch aufrappeln und die jetzt klar, hier ja, also, Panik sind. Es ist auch, also genau, es ist gerade Panik, allgemeine Verunsicherung, weil niemand genau weiß, was das jetzt ausgelöst hat. Ihr könnt auch sehen, der Herr, der diese Perle gerade aufgehoben hat, der ist auch ja, auf alle Fälle der ist bewusstlos und hat wohl auch einige Schürfwunden davongetragen, eine blutende Nase, verschiedene Illusionen, die jetzt auf die einzelnen Menschen eingeprasselt haben, aber ihr wart jetzt eben nur von euren Illusionen betroffen. Immer würde man schnell dahin krabbeln, die Perle an sich nehmen und einfach so tun, als wenn er den Mann sozusagen vor sich ins Gesicht tätschelt. Hey, guter Mann, alles okay? Seid ihr wohl auf? Und versucht dem sozusagen so zu tun, als wenn er sich kurz um den Mann kümmern würde, den er gar nicht kennt, um die Perle einzustecken. Ja, du siehst, dass Ragnar genau die gleiche Idee hatte und dann einfach so pfeifend weitergeht. So, ups, da habe ich gar nichts mehr zu tun. Ich bin immer weg. Ja, man ist wohl auch zur frühen Tageszeit schon betrunken und stickt nach Bier und rappelt sich dann leicht auf. Mit verdrehten Augen wird er dann wach. Ich wurde angegriffen. Ja, kannst du die Perle einstecken? Ja, ihr waren ganz viele Monster. Ihr seid ein großer Krieger, beschützt uns. Hoher Herr. Ja, immer zieht sich damit Ragnar schnell wieder zurück, währenddessen der Mann versucht jetzt gerade irgendwie wieder zu Bewusstsein zu kommen und erstmal 1-2 Schritte krabbeln, dann aufstehend und dann Ragnar kurz einmal die Handinnenfläche zeigen mit der Kugel, die Kugel in die Tasche steckend und dann Richtung Jarlan gehend mit Ragnar zusammen. Jarlan steht noch ein wenig desorientiert da. Stiert ein wenig leer in die Menge hinein, bevor er sich dann den Zwerg hinterher macht. Ach, wo soll denn diese Mistkugel sein? Das gibt's doch gar nicht. Ich bin doch schon so nah am Boden und sehe sie trotzdem nicht. Jarlan, hier ist keine Kugel. Wo ist das denn hergekommen überhaupt? Was? Irgendwo von der Mitte des Platzes. Oh Gott, da sind aber ganz schön viele Leute. Stimmt, von der Preios-Statue, die ist ja eh mit Drachen verbündet. Aber ja! Wir sollten die Preios-Statue vielleicht, abreißen. Ja, vernünftig. Aber selbst wenn man diesen Blitz nicht sieht, ist man trotzdem da von dieser Illusion betroffen. Seltsam. Vielleicht können die Magier etwas mit dieser frischen Perle anfangen. Nun, sie sagten ja, sie brauchen einen, die noch nicht aufgelesen wurde. Vielleicht müssen wir sie noch finden. Na okay, wenn sie noch nicht aufgelesen worden ist, dann können wir da nichts tun. Immer schaut mal gern Himmel, ob die vielleicht vom Himmel gefallen ist, aber da irgendwo irgendwas sieht, was sich entfernt. Er weiß, dass es jetzt schon viel zu spät ist, es müsste unheimlich langsam sein, aber verzweifelt schaut er gegen den Himmel. Sinnschärfe in die Box. Nur Ömer oder alle? Wenn ihr nach oben schaut, ja, aber Ömer war eben der Einzige, der das gesagt hat. Würde ich das nicht machen. Ich habe keine Ahnung, in den Himmel zu schauen. Ich suche immer noch verzweifelt nach der Perle. Ragnar, hilf doch mal mit. Siehst du die Perle irgendwo? Ich gucke auch den Boden ab. Ragnar, wir haben dafür keine Zeit. Wir müssen jetzt langsam mal herausfinden, was hier los ist. Zwerge, wollt ihr noch zum Ingrim-Tempel oder wie ist das? Ja, wenn ihr Zeit wichtig ist, dann können wir auch erstmal die anderen Sachen machen. Ja, wir bringen euch jetzt zum Ingrim-Tempel und dann gehen wir schnell in den Pentagon-Tempel. Ich glaube, göttlicher Beistand ist ja auch sehr wichtig für euch Zwerge. Das stimmt, der Drachenmagie. Stimmt.
Ja, dann machen wir das eben. Jalan, entschuldigt uns, wir wollen ganz gerne das Rätsel hier auflösen um die Perlen. Ja, vielleicht fragt ihr ein, zwei einfache Diener, die für einen Heller oder so euch helfen, die Perle zu finden. Am besten ein Bettler. Hat doch sein Pferd, mit seinem Pferd sieht er doch viel besser, oder nicht? Ja, er reitet einfach schon so groß. Einfach so ein Stück weit die Straße hier runter reiten und dann ist da dieses Viertel mit den kaputten Häusern. Das sah aus, wenn man da günstig Diener bekommt. Ach, verflucht, auf dem Platz findet man die sowieso nicht wieder. Die wird irgendjemand mitgenommen haben. Nun gut. Kümmert euch um den Tempel, wir sehen uns dann heute Abend da. Ja, viel Spaß beim Nordtor. Genau, das Nordtor. Gut, dann werden die beiden Zwerge in den Ingrim-Tempel gebracht. Könnt ihr schon mal überlegen, was ihr dort fragt. Schauen wir uns einfach mal die beiden Magier an. Vielleicht haben die noch eine Idee. Ja. Ich will immer noch rausfinden, ob man jetzt die Reichweite dieser Perlen herausfinden kann und ob man eventuell eine inaktive Perle zurückverfolgen kann. Ja, das ist dir auf alle Fälle bekannt. Na, magische Analysen kannst du auch noch nachträglich sprechen, wenn sie nicht mehr frisch sind. Dann sind die Kraftfäden allerdings etwas, schwieriger nachzuvollziehen. Etwas dünner. Aber wenn man da gute Metamagie benutzt, dann kann man das eben auch machen. Gut, also möchte ich gerne einen Oculus auf einen dieser Perlen sprechen. Das ist doch mal eine Idee. Einfach mal eine Ansage. Ja. Ich lasse mir natürlich Zeit mit dem Ganzen. Ist Dabel mir bei mir oder wartet er noch auf diese Ich warte noch auf den geweihten Vollnar Yitkok. Der kommt dann eben auch, während ihr dann wartet, nach einiger Zeit auf euch zu. Euer Gnaden Yitkok. Habt ihr etwas herausgefunden über diese Perle? Die metallurgischen Werte, selbstverständlich. So wie ich das durch die Alchemisten mir habe sagen lassen, handelt es sich dabei ganz eindeutig um Meteoreisen. Könnt ihr was über die Zusammensetzung? Nur ist es reines Meteoreisen? Die Kugel, die ihr mir gegeben habt, diese kleine pflaumengroße Metallkugel, Meteoreisen. Schade, ich hatte gehofft, etwas mehr über die Zusammensetzung herausfinden zu können. Könnt ihr mir sagen, gibt es einen bestimmten Ort, an dem dieses Meteoreisen geschürft wurde? Geschürft? Nun ja, dort, wo Meteoriten herunterkommen. Schade. Na gut. Ich werde mich, da ist ja Iolaus. Entschuldige mich. Und gehe dann zu Iolaus. Einen einfachen Oculus Astralis. Du hast dir, was hat das gesagt, Zeit gelassen? Ja, ich lasse mir Zeit. Ich halte meinen Magierstab fest. Ich berühre meine geschlossenen Augen mit Zeige und Mittelfinger und spreche Oculus Astralis und öffne die Augen und sehe den Astralraum. Dann eine Sinnenschärfeprobe. Bin ich der Meinung, dass du deinem Oculus kombinieren musst, 5 Minuten mit einer Sinnenschärfeprobe. Oculus Astralis, Auge der Sphären, das Wissen, um die Kraft zu lehren. Gut, und während ich dem Magister verrate, was er sieht, gehen wir in eine Pause.